Das ist Manuela. Manuela hat ein unangenehmes Problem. Sie hat eine Maus in ihrem Haus. Es sind jedoch mehrere, denn Mäuse leben immer im sozialen Verbund. Mäuse sind nachtaktiv und fallen den Menschen erst dann auf, wenn eine Überpopulation erreicht ist und die Tiere auch teilweise tagsüber auf Nahrungssuche gehen. Mäuse übertragen das für Senioren, Kinder und immungeschwächte Menschen gefährliche Hantavirus. Sie bedrohen somit unser Leben durch Viren, Bakterien und eingeschleppte Parasiten. Manuela möchte das Problem selbst in den Griff bekommen und kauft im nächstgelegenen Baumarkt frei verkäufliche Giftköder, welche sie zu Hause auslegt. Eine Maus ernährt sich von dem minderwertigen Giftpräparat und stirbt unmittelbar nach der Einnahme. Dies hat durch den eingesetzten Verwesungsgeruch unangenehme Folgen für Manuela, denn der betroffene Wohnbereich stinkt sehr unangenehm nach dem Kadavergeruch. Jetzt sind alle übrigen Mäuse gewarnt, nicht an diese Futterquelle zu gehen. Dieses Sozialverhalten sichert den Mäusen seit Zehntausenden von Jahren das Überleben. Das hat Manuela natürlich nicht gewusst und entscheidet sich jetzt ganz bewusst für eine professionelle Schädlingsbekämpfung zur Lösung des Mäuseproblems. Die von der Schädlingsbekämpfung ausgelegten Profipräparate unterscheiden sich erheblich in der Zusammensetzung und Wirkungsweise. Denn durch den zeitversetzten Bekämpfungseffekt werden jetzt alle Mäuse erfasst. Denn erst nach ca. 48 Stunden beginnt die Wirkung des Präparates. Die Tiere schlafen ein, sterben und vertrocknen im Nestbereich. Hierdurch werden Geruchsproblematiken zu 99% verringert. Mäusebekämpfung – eine Arbeit für Experten. Kostenfreie Beratung und Soforthilfe – auch in Ihrer Nähe.